Johannes. In ihm ist einer der reinen Geister von Harnakon. Was den Strahl wieder bezeugen würde. Harnakon. Ja, da wären wir nur bei den Pissoirs von vorher. Nochmal von vorne. In dieser Box ist ein Geist eingesperrt, etwa wie ein rivalisierender Gott. Falsch, törichter Sterblicher. Fleisch und Knochen und so hatten wir ja schon. Ja. Der Geist darin steht unter dem Befehl des großen Meisters. Da. Wirklich? Warum? Ist es abgeschlossen? Es ist ein reiner Geist, der nicht in dieser Ebene existieren kann. Die Box ist isoliert und schützt ihn. Wie dem auch sei, er kann durch diesen Lichtstrahl kommunizieren. Diesen Harnstrahl kommunizieren, ja, mit uns? Also gut, okay. Wow, das muss ein wichtiger Typ sein. Was tut er? Ich werde diese Information nicht enthüllen. Nein? Okay, ich frage ihn selbst. Du? Dummer Sterblicher, Haut und Knochen, ja? Er wird niemals mit einem unbedeutenden Nacktschnecke mit dir reden. Unbedeutenden. Habe ich gesagt? Wirklich? Wir werden sehen. Dialogende. Nochmal. Dialogende. Trap. Mann, jetzt lassen wir meine Gags doch mal. Da links, was ist da noch? Ja. Talent. Ah, okay. Nichts. Ein Tür. Ah, da haben wir einen Schlüssel. Sollen wir trotzdem erst mit dem Geist reden? Ja, reden wir mit dem Geist. Hallo, Geist. Hallo, Hand. So, trete in den Harnstrahl, Daniel. Harnstrahl. Was? Entaro Adun. Wer ist dort? Merkst du es nicht? Ich habe von diesem Körper Besitz ergriffen, um eine wichtige Mission für meinen großen Lord Harnakon auszuführen. Du elender Lügner! Ankorabash, lange ist es her. Was ist das für ein Körper, den du dir da genommen hast? Also lang kann ich nicht so reden. Ich sah noch nie zuvor ein Wesen wie dieses. Dieser Körper, den ich nahm, gehört zu einer privilegierten Rasse, den Menschen. In diesem Fall werde ich die Gesundheit dieser Höhle wiederherstellen und all seine Gebrechen heilen. Ich danke dir. Mein großer Lord wird von deiner Unterstützung sicher angetan sein. Ich werde zu dir kommen, sobald ich deine Hilfe benötige. Es gibt ja noch etwas. Mein großer Lord gab mir einen neuen Namen. Von nun an soll ich bekannt sein als Sera. Oh mein Gott, einmal ordentlich durchnehmen. So soll es sein, Sera. Also einmal hier ordentlich die dunkle Gestalt hier auf Disney. Die Schippe nehmen. Das ist ja mal geil. Ich sag doch, trockener Humor. Solange ich hierher kommen kann, bin ich sicher. Drücke Eingabe, wenn du vor der Box stehst, um das Spiel zu speichern und deine Gesundheit wiederherzustellen. Wow, das machen wir doch gleich mal, oder? Speichern. Gesundheit ist so. Ja, aber speichern ist doch schön. Ankorabash, ja. Deine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Es ist wirklich nicht einfach so zu reden. Spiel wurde gespeichert. Ich glaube, hier hoch geht's auch noch. Hast du gehört, Sera? Ich bekomme garantierte Heilung. Das ist wunderbar. Werde ich verletzt und gehe hierher zurück, werde ich wiederhergestellt. So, als ob ich in eine Taverne in Dragon Warrior raste. Ich darf nur nicht sterben, bevor ich hierher zurückkomme. Du bist ein Unhold und ein Spitzbube, weil du mich verdrängen willst. Ein besserer Mann würde seinen Namen mit Stolz tragen. Ja, sicher. Ich bin nicht gut in Zeremonien. Schaudele. Trap. Jetzt da eine rechts weiter oder Richtung Tor? Ja, guck erstmal in das Tor. Das sieht nämlich so aus, als würde es rechts wesentlich weitergehen. Wow.
Ah gut, er kann nicht sterben, wenn er von so einer Höhe springt. Jep, hätten wir hiermit rausgefunden. Können wir offiziell als abgehakt bezeichnen. Okay. Dann probier mal. Ja, wunderbar. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, probier 12, einfach, 13, 14, sonst dauert es noch 14, 18, länger. Wir haben 20 Möglichkeiten, wunderbar. Sieht so aus, als würde diese Tür zu einem Durchgang führen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die öffne. Schaue nach einer anderen Tür wie diese, um den Durchgang zu öffnen. Jetzt weiß ich, was das ist. Das heißt, wir haben hier so einen Sammelpunkt quasi. Das heißt, wir kommen hier von verschiedenen Punkten aus immer wieder zurück. Ach, so eine Art Teleport. Ja, ein Port für arme Mittelalter-Schlosser. Also ein mittelalterliches Teleportieren. Mhm. Ja, genau. Dann speichern wir nochmal. Eine Teleportür quasi. Oh. Ja, danke, Daniel. Bitte. Ich hätte es jetzt sowieso nicht neu vertont, weil den Spruch kennen wir ja bereits. Ja. Die Schüssel nicht vergessen, genau. Runter oder hoch? Runter oder hoch? Runter oder hoch? Hoch. Hoch oder runter? Runter hoch, runter hoch, runter hoch. Geht das? Was geht jetzt? Wow. Gegner. Tot. Schale. Flupp. Flammen. Was geht da oben? Zorans. Waldhüterkleidung. Ah, ja, schön. Neue Klamotten. Anziehen, anziehen. Ist der gerade nackt? Yep. Hat er uns gerade... einen Arsch zugestreckt. Oh, jetzt sieht er so ein bisschen aus wie Zelda. Horny. Noch so ein Viech. Was sind das für Viecher? Auge eines Satyr. Okay. Also ein Satyr. Ein Satyr. Oder ein, Satyr? Eine Satyr. Eine Satyr? Das wäre ja eine Tür. Ey, das ist ja gemein. Daddy, das ist ja gemein. Schau mal, ob der was gedroppt hat vielleicht. Nope. Du musst erst in das Pissoir hier. Map. Schlüssel der Bibliothek. Halt, da geht's noch weiter. Schüssel! Fackel! Fackel! Da geht's rechts auch noch weiter machen. Ja, aber ich will jetzt das zu Zorans. Ui. Finde das Biest. Wechsel zum Streikholz. Ja, Pfeil. Pfeil. Yep. Truhe! Haben wir da auch wieder was Tolles? Nein. Ja, 15, eine, 14. Eine 15. M-Ünze. M-Ünze. Noch zwei. Dann gehen wir mal zu Sorans. Hey, es ist ein Händler. Das ist nicht richtig. Das Sein ist Name richtig. Ist... Oh, das... Sorry, okay. Das ist richtig. Sein Name ist Zoran. Ist das hier vielleicht eine... hier auf den Film und so? Zoran und so vielleicht? Nein? Okay. Das wäre ja Sohan, ja, oder? Ja, meine ich ja. Sage ich ja gerade. Ja, das wäre... Egal. Ich kann lesen. Danke. Er ist ein Gauner, ein Wucherer und ein Schwindler. Er wird dich mit schändlichen Preisen betrügen. Tötest du ihn, kannst du dir all seine Habe aneignen. Danke für den Tipp. Du willst, dass ich ihn töte, weil du ihn tot sehen willst? Oder du weißt, dass er mich leicht töten kann? Egal wie, kein Deal. Du gehst trotzdem hin. Jep. Willst du den? Ja? Muss ich wohl. Halt! Wer du bist! Ich habe dich niemals zuvor gesehen. Ich bin ein Sith. Ein dunkler Ritter. Mein Name ist Lord Helmchen. Und ich wurde von Hanakon selbst geschickt, um die Burg meines Lords zu schützen. Du willkommen in bescheidenem Laden, o großer dunkler Ritter. Mein Name ist Zoran und ich handeln. Du wünschen Handel? Ich viele Güter haben. Es große Ehre ist, mit Beschützer zu handeln. Finde ich lustig, wie so diese Neuzeit einfach mal so in RPG geschickt wird und er halt einfach hier diese kompletten Filme etc. einfach rausholt. Alles auf den Arm nimmt. Einfach geil. Um zu kaufen oder zu verkaufen, drücke Eingabe, wenn du vor Zoran stehst. Wer hätte es gedacht? Wir müssen Eingabe drücken. Kaufen. Der steht ja förmlich auf seinen Füßen. Die Ferse. Die Gegenstände. Was bringt uns eine Kerze, wenn wir ein Feuerzeug haben? Ich habe keine Ahnung.
Hey, geben unser ganzes Geld für Kerzen aus.